Hey ho und herzlich willkommen zurück, Leute, zu einer kleinen, aber feinen Demo, und zwar von A Little Nightmares 2. Das gibt's hier gerade auf dem Computer und ich hab's auch schon mal ganz kurz ausprobiert, wie es läuft, und es kann sogar ruckelfrei auf meinen alten Rechner gespielt werden, was schon mal was ganz Geiles ist. Da ja Cyberpunk 2077 momentan nicht so gut läuft und ich das gerade neu installiere und auch die ganzen Updates nochmal runterladen muss, möchte ich euch zumindest für den einen Tag mit einer Demo beglücken. So, wir werden jetzt auch dieses Spiel, ich muss mal kurz meine Maus hier wegpacken, beginnen. Möchtest du diesen Speicherplatz wirklich überschreiben? Ja, bitte. Ich fand ja schon übrigens den ersten Teil von Little Nightmares unglaublich geil. Und den zweiten werde ich definitiv auf meiner PlayStation 4 Pro aufnehmen und hochladen. Nur gibt es halt diese Demo, die ich euch jetzt hier zeige, nur auf dem Computer, und auf der Konsole gibt es halt, zumindest so viel ich weiß, noch gar nicht. Ne? Ich weiß auch nicht, zu welcher Zeit das spielt. Und ja, da befinden wir uns auch gerade im Spiel, Leute. Und ich muss schon mal sagen, grafisch erinnert es so ein bisschen an den ersten Teil. Wir spielen auch nicht Six, sondern jemand anderes. Aber wer das ist, kann ich euch beim besten Willen nicht sagen. Wie kann ich eigentlich rennen? Okay, mit Viereck. Und wir springen mit X, alles klar. Was ist da unten eigentlich los? Ich weiß nicht, wie lang die Demo ist, aber die soll ziemlich gut sein. Guckt euch das an. Ziemlich krass, ne? Die Tarsia Studios haben hier dieses Spiel entwickelt. Ich glaube, wie beim ersten Teil. Und ich war, wie gesagt, ein unheimlicher Fan davon. War mal was anderes. Alles klar. Kann ich auch schleichen? Ja, geht. Sehr, sehr schön. Ich bin mal gespannt, in welche Richtung es geht. Ich spiele es übrigens auf den hohen Einstellungen. Kann ich ihm das nehmen? So. Alles klar. Und da oben ist ein komischer Sack. Mit irgendwelchen, ich weiß nicht, toten Menschen oder so, eventuell. Hallo? Wo komme ich denn da nicht? Oder muss ich hier hoch? Hallo? Was ist los? Wo komme ich denn da jetzt nicht hoch? Oder brauche ich einen Schuh dafür? Hier halten, um zu klettern? Ah, okay. Gut. Ich wusste es nicht. Ich habe nur mal kurz geguckt, wie es läuft. Mehr nicht. Alter, der Wald sieht ja schon mal spektakulär aus. Was haben wir denn da? Okay, das sieht auf jeden Fall so aus wie eine Falle. Okay. ich wollte eigentlich was anderes machen. Hat aber nicht so gut funktioniert. Alles klar. Ich glaube, ich springe jetzt einfach darüber. Weil es ja Quatsch. Was haben wir denn hier? Eine Kiste. Die muss ich verschieben. Kann ich die... Ja, ich muss die, glaube ich, hier langziehen, ne? Um da hochzukommen.
Wenn ihr übrigens die Tastatur nicht hören solltet, ich spiele es mit dem Controller. Ist eigentlich für meine PS4 gedacht gewesen, aber den kann ich auch am Computer nutzen. Und da musste ich nichts einstellen. Ich weiß gar nicht, wie lange ich spiele, ist ja auch scheißegal. Renne! Alter, war das knapp. Hättet ihr uns erwischt, dann wären wir sofort tot gewesen. Das könnt ihr doch nicht machen. Das geht nicht. Okay. Ich muss anscheinend irgendwo nach oben. Da kann ich nichts machen. Okay. Ja, die Frage ist, wie komme ich denn da jetzt hoch? Kann ich hier... Nee, das geht... Das geht nicht, okay. Warte mal. Da kann ich auch nicht lang. Habe ich irgendwas übersehen? Muss ich vielleicht den Baum hoch? Ja, okay. Ich muss den Baum hoch. Ich wusste gar nicht, dass es geht. Okidoki. Dann müssen wir dann rüberhopsen, so wie es aussieht. Das fährt aber bestimmt wieder nach oben, oder? Jo. Aber wir haben es rüber geschafft. Ist doch schon mal was Feines. Okay, warte mal, hier ist ein Seil. Kann ich das irgendwie nehmen, um runterzukommen? Alles klar. Haben es anscheinend richtig gemacht. Hallo? Wie hoch? So. Okay, ich muss eine Taste gedrückt halten, ansonsten geht das nicht. Sehr geil. Das gefällt mir gar nicht. Warte. Kannst du mal mit in den Schuh aufnehmen? Aha. Ich weiß nicht, ob hier noch mehr ist. Nimm mal das kurz mit. Nein, wo schmeißt du es hin? Ich weiß nicht mal, wie unser werter Freund überhaupt heißt. Scheint ein Kind zu sein. Okay, warte mal. Okay. Wir haben es rüber geschafft. Alles klar. Ich werde es auch uncut lassen. Da wird nichts geschnitten. Wir erleben das jetzt von Anfang bis Ende. Okay, da ist eine Falle. Die wurden aber alle ausgelöst, wie es scheint. Was haben wir denn da? Ein Stock. Okay. Ja. Das ist schon mal sehr gut gemacht. Alter Falter.
Das ist unheimlich gut gemacht, ne? Hier ist bestimmt alles voll. Boah. So, warte mal. Nein. Ich wollte eigentlich gerade auswerfen. Okay, da kann ich auf jeden Fall hinlaufen. Da passiert nichts. Danke. Da muss ich wahrscheinlich rüberspringen, ne? Nicht abrutschen. Also das ist eine fiese Stelle. Ja. Und jetzt komme ich nicht mehr hoch, ne? Fuck. Doch. Okay. Wenn er natürlich abrutscht, kann das schon mal passieren. Wo denn jetzt hin? Oh. Hier ist ein Gebäude. Ein Bauernhaus. Hier sind auch sehr viele Käfige. Kann ich irgendwas machen? Nope. Okay, da komme ich nicht rein. Ah, okay, ich muss hier nach oben. Hier sieht es natürlich nicht mehr ganz so schön aus. Oh, es ist einfach nur heftig gemacht. Musik, kommt die vom Keller? Mal gucken gehen. Seht ihr die Partikel in der Luft? Oh, das ist einfach nur wunderschön. Okay, das kommt von hier. Da sehen wir ein junges Kind. Was überhaupt jung ist, wissen wir ja nicht. Egal, warte mal. Ja. Dann müssen wir woanders hin, ne? Ich kann wahrscheinlich hier hochspringen und dann das greifen, oder? Ja. Das ist schon mal eine Mechanik. Na, ich würde auch zurückschrecken. Ich weiß nicht, aber könnte das Six sein? Also das Mädchen aus dem ersten Teil? Ich meine, ich glaube es nicht. Okay, sie rennt nach oben. Wir laufen ihr mal hinterher. Wer weiß, wo sie uns hinführt. Nein. Okay, sie rennt weg. Okay, irgendwas gefällt mir nicht. Das ist ziemlich laut. Oh Gott. Okay, sie klettert nach oben.
glaubt, es sind nur Puppen. Vielleicht hat sie ja auch gewohnt und ihre Familie dargestellt. Ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall seltsam. Okay, jetzt möchte sie plötzlich unsere Hilfe. Von woher kommen die Geräusche? Das ist saugruselig. Kommst du uns hinterher? Jo. Okay, wir müssen nach oben. Also alleine hätten wir das nicht hingekriegt, aber zu zweit ist es anscheinend kein Problem. Gut. Oh nein. Da fehlt eine Kurbel. Ich danke dir. Wer auch immer du bist. Oh mein Gott. Sag mir jetzt nicht, dass er lebendig ist. Oder es ist auch eine Puppe. Oh, Glück gehabt, Mann. Es ist auch nur eine Puppe. Hier, ich schmeiß dir mal was entgegen. Warum kann ich denn das nicht werfen? Ah! Also die arbeiten anscheinend miteinander. Okay. Hui! Den Schlüssel haben wir jetzt. Ah, den habe ich eingepackt. Das ist natürlich sehr schön. Ich habe gar nicht gesehen, dass da übrigens Leute von der Decke hängen. Das ist natürlich schon ziemlich heftig. Hallo? Ich weiß nicht, ob es an meinem Controller liegt oder an dem Spiel, aber manchmal klettern, also funktioniert das Klettern nicht so gut. Ich habe natürlich schon eine Weile nicht sowas gespielt, ne? Au! Wollte eigentlich runterklettern. Naja. Oh nein. Ich sehe Fußspuren. Das ist nicht gut. Okay. Alter. Oh Gott. Oh nein. Da haben wir den Salat. Ich weiß nicht, werden die Puppen einfach nur lebendig oder... Oh Gott. Scheiße, scheiße, scheiße. Oh!
Ja. Alter, ist das Heft. Oh ja, es geht natürlich gleich weiter. Wow. Alter. Kannst du bitte weitergehen? Also er atmet, er muss definitiv am Leben sein. Oh nein, jetzt muss ich auch noch darauf achten. Oh nö, nö. Warum bin ich denn aufgestanden? Das sollst du gar nicht. Mensch. Okay, die Mechanik ist leider ein bisschen komisch. Ey, bleib jetzt bloß so, wie du jetzt bist, ne? Oh Gott. Wir müssen in das Loch, oder? Und dann plötzlich rennen. Oh! Ja, danke fürs Spielen! Also ganz ehrlich, Leute, das war auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ich würde die Vollversion, die ja nächstes Jahr, glaube ich, im Januar oder im Februar erscheint, definitiv zocken. Und ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr dann mit dabei sein würdet. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Abend, einen schönen Morgen oder was immer es denn. Und tschüss.